Versteht ihr? Dass ihr ein bisschen den Bogen spannen könnt, was da verloren gegangen ist. Das müssen wir jetzt einüben. Da laufen viele rum, die beten überhaupt nicht mehr. Die können gar nicht mehr beten. Oder tun dann Gott Volltexten und lesen nur vorformulierte Gebete runter und meinen dann so, mit dem anderen zu sprechen. Das ist eben nicht so der Fall, versteht ihr? Ich schreibe da nicht alles auf morgens und sage, wenn ich mit jemandem rede von euch und sage, ja, halt mal, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Entschuldigung. Jetzt bringst du mich total aus dem Konzept. Habe ich nicht vorbereitet. Jetzt überraschst du mich. Nein, es ist ein Gespräch. Gibt es keine Überraschung, ein Austauschen, ein Mitteilen, ein Sagen, eine Freundschaft. Man vertraut dem anderen und teilt ihm alles mit. Man fragt zu ihm und ist in einer totalen Freundschaft. So soll es eigentlich in der Ehe sein. Merkt ihr? Da spiegelt sich oben diese Liebesgemeinschaft in der Ehe ab. Aber auch genau diese Freundschaft war am Anfang da. Dass der Mensch wie ein Freund mit Gott verkehrte, das haben wir eben nicht mehr. Das ist weggefallen. Aber Gott schenkt es uns wieder. Genau. Also die Erlösungslehre des Apostels Paulus lässt keinen Zweifel daran, wenn er sagt, es gibt zwei Adam. Den ersten, den Gott aus dem Staub der Erde geschaffen hat, und den zweiten Christus, der gekommen ist, der den alten Adam wieder umgedreht hat. Christus hat das wiedergebracht, was der erste Adam verloren hat. Also muss der erste Adam es ja empfangen haben. Er muss es gehabt haben, wenn er was verloren hat. Und da spüren wir ganz stark in uns, was da verloren gegangen ist. Wo wir uns nicht ganz voll fühlen, eher manchmal Angst vor diesem Gott haben. Wenn wir ins Gespräch kommen mit ihm. Wir wünschen uns so diese Freundschaft, dieses Strömen von oben, von seinem Herz in unser Herz hinein und von unserem Herz in sein Herz hinein. Dort kommst du dann in die Ruhe. Ich glaube, das ist das höchste Gebet, das Gebet der Ruhe in Gott, das Ruhegebet in Gott, dass du einfach da sitzt. Er liebt mich, ich liebe ihn. Es ist alles in Butter, es ist alles okay. Du spürst diese Gnade, sitzt mal in der Kirche. Das ist das Tiefste, wo der Mensch sich ausruhen kann. Wisst ihr, wo du das findest? Bei den Ehegatten, die sitzen nebeneinander irgendwie abends, haben ein tolles Gespräch gehabt. Dann brauchen sie irgendwann nichts mehr sagen. Sie ruhen nebeneinander, haben sich in den Armen. Und du brauchst gar nichts mehr sagen. Er liebt mich und ich liebe ihn. Abbildlich zu Gott. Merkt ihr, es muss ganz einfach sein, dass wir ja nicht ein wahnsinniges Konstrukt machen, was jetzt Gebet so kompliziert ist. Nein, das ist Gebet. Dann verstehst du dich blind. Und genauso sucht der Mensch und da ruht er sich aus. Das ist für mich das größte Ausruhen. Ich bin abends in der Kapelle und dann hast du noch Gebete und betest vielleicht noch das. Und dann bist du einfach mal still. Und dann kommt dieser Friede in dich hinein. Du spürst, Gott liebt dich und du liebst ihn. Oder wie der Bauer gesagt hat zum Pfarrer von Ars, der ihn gefragt hat, was machst denn du? Er ist vor dem Allerheiligsten gekniet und war so versunken ins Gebet und schaute nur auf den Tabernakel. Ja, was machst denn du? Was sprichst du? Hast du besondere Gebete? Die will ich jetzt auch mal wissen. Als Pfarrer von Ars. Nein, ich habe keine Gebete. Er schaut mich an und ich schaue ihn an. Manchmal ist es zwischen Verliebten, versteht ihr? Und dann ruhst du einfach, du freust dich am anderen. So sollte es sein. Da brauchst du gar nichts mehr sagen zwischen zwei Verliebten. Wenn er die Zeiten pflegt, in der Ehe, wenn es dazu kommt, wenn es wegfällt, dann ist meistens die Frau die Erste, die rebelliert. Weil sie so feinfühlig ist. Das heißt, das macht unsere Beziehung kaputt, wenn wir das nicht mehr pflegen.
Wenn wir das nicht mehr pflegen. Und genauso ist es, dass wir das pflegen sollen, wieder im Gebet zu Gott hinzusitzen, vor ihm zu sitzen, mit ihm zu sprechen, einfach da zu sein, vor ihm. Merkt ihr? Da brauchst du gar nicht mehr viel sagen. Da ist nur das eine, er ist da und ich bin da. Und das genügt. Und dann strömt ein Friede in dich und du bist voller Ruhe. Und aus dem lebt alles, versteht ihr? Aus dem lebt alles. Das haben wir verloren. Jetzt ist der Mensch eher ängstlich. Und da muss der Mensch wieder hinkommen, dass er mit seinem Gott in diese Beziehung kommt. Also muss der erste Adam es ja empfangen haben, seht ihr? Und was hat er empfangen? Die ursprüngliche Gerechtigkeit und Heiligkeit. Diese Ausstattung mit der heiligmachenden Gnade ist in der Schrift angedeutet, wenn die Heilige Schrift von einer kindesähnlichem Verhältnis spricht. Kindesähnlich. Das ist einfach ein Vertrauen. Müsst ihr mal vorstellen, wie ein Kind Mama und Papa sich anvertraut. So sehen wir alles, wie es eigentlich so sein sollte, zu Gott. Oh je. Haben wir eher Angst, gell? Ihr merkt, die Folge war, dass Sünde, Adam und Eva versteckten sich, weil sie Angst hatten vor Gott. Merkt ihr? Deswegen steht da unten, seht ihr, da auf dem wunderschönen Barmherzigkeit, auch hier, Jesus, ich vertraue. Das ist ganz kindlich, versteht ihr? Ich vertraue auf Gott. Mama, kannst du gar nicht richtig Gott vertrauen. Da ist so ein Bruch in dir. Du hast ihn eher auf Abstand. Nur 5 Meter Abstand, lieber Gott. Ich gehe ja mit mir besser um, wie du mit mir umgehst. Ich kann dir nicht ganz vertrauen. Vielleicht kommt wieder was und dann habe ich schon wieder was. Dabei ist das Gott nie. Das kann manchmal viele andere Gründe haben, dass negative Dinge in deinem Leben sind, wo einfach Belastungen da sind, die noch aufgeräumt werden muss. Gott meint es immer gut mit dir. Er ist der, der der Vater ist und dem du dich anvertrauen kannst. Merkt ihr, das ist schon das Wichtigste, dass du mal erkennst, Gott liebt dich. Das müssen wir mal einüben. Das ist verloren gegangen. Dieses kindesähnliche Verhältnis des ersten Menschen zu Gott. Arglos, gläubig, wie Kinder sind. So waren die ersten Menschen auch gegenüber Gott. Das wünschst du dir doch, dass du so drinnen bist. Das sind die Heiligen, die Gott vertraut haben, blind. Die so in eine tiefe Gottesbeziehung hineingekommen sind. Ich kenne meinen Gott. Auf ihn ist Verlass. Also so ein kindliches Verhältnis hat Maria zu Gott gehabt. Und das müssen wir wieder, indem Maria jetzt in Medjugorje, in allen anderen Wallfahrtsorten immer wieder betet, betet, betet. Das ist das Beten, das Gespräch einzuüben mit Gott. Bete, bleib dran, dann teilt sich Gott dir mit. Haben wir verloren, gell? Müssen wir einüben. Dann die erste präternaturale Gabe, das heißt präternatural, was heißt das jetzt das, die wir vorher hatten und die verloren gegangen ist, die wir hatten, da können wir sehen, das ist die Erbsündenlehre. Die erste war die Freiheit von der bösen Begierde. Wir spüren manchmal eben, wie ich schon sagte, von der Konkubiszenz, man nennt sie so, eine Hinneigung. So wie wenn jetzt zum Beispiel ein Auto einen Platten hat, dann zieht es auf eine Seite. So sind auch wir Menschen. Wir wollen zwar das Gute tun, wir wollen darüber fahren, aber es zieht uns in die Sünde hinein. Wir spüren etwas, wo uns in die Sünde reinzieht. Wir wollen zwar das Gute tun, aber tun das Negative, das Böse, das Sündhafte. Und dann denkst du, jetzt bin ich schon wieder in das Fettnäpfchen reingetappt. Ich habe einen guten Willen und ich habe selten Menschen, weißt du, dass sie ganz boshaft sind. Es gibt keinen Menschen, der ganz schlecht ist und keinen, der ganz gut ist. Darin bewegen wir uns. Aber so einen guten Willen
hat irgendwie ein bisschen jeder, weil Gott ihn so erschaffen hat. Kannst du auch bei den größten Verbrechern noch sehen, dass sie mit den eigenen Kindern noch gut umgehen und die Kinder noch lieben. Da ist noch was drinnen. Nun, die böse Begierlichkeit ist das spontane, sinnliche und geistige Streben im Menschen, das sich gegen die Macht der Vernunft und gegen die Kraft des Willens regt und auch dagegen durchhält und beharrt. Also der Zwiespalt im Menschen, den haben wir wirklich in uns. Zwei Gesetze, wie Paulus sagt, sind in uns. Das Gesetz des Geistes, dass das Gebot Gottes halten will, also der Geistseele, die das Gebot Gottes halten will, und das Gesetz des Fleisches, das mich ständig rüberzieht. Er braucht nur eine Litwassäule kommen, eine Illustrierte da sein, irgendein Bild auftauchen und dann geht's schon los. Und dann sind alle Vorsätze und einen guten Willen innen drin. Auf einmal werden die so schwach. Und du neigst dich schon wieder dahin. Das Internet, da kommen manche Männer her und geben schon das Handy. Sag, können Sie das Handy segnen? Ich schaff's einfach nicht. Ich komme nicht weg. Manchmal die Jungen genauso. Ich bin handysüchtig. Da muss das Handy noch segnen. Manchmal kommen sie, dann geht es wirklich auf die Pornografie. Sie wollen es nicht. Was zieht sie rein? Wisst ihr warum? Ist gar nicht so einfach, man muss da sehr, sehr aufpassen. Du musst sehen, wenn du da auf diese Seite in der Pornografie gehst, manchmal ist es wirklich so, gerade die Jüngeren oder die Männer als solches haben da große Schwierigkeiten. Du musst sehen, du sündigst mit Millionen in dem Moment. Und die schauen genau diese Seite an. Ja, ich habe doch nur mein Handy, das mache ich doch nur. Aber in dem Moment bist du wie drinnen in einem Netz, wo es so viele tun. Genauso wenn die Frauen irgendwas anderes anschauen, da bist du auch drin. Oder shoppen gehen, ja, und die ganze Kleiderschränke füllen oder sonst irgendwas machen, verstehst du? Oder die Laden leer kaufen und man bräuchte es eigentlich nicht mehr. Du bist drinnen. In diesem Netz, wo Millionen sündigen. Jetzt in diesem Moment mit dir. Und was meint er, was da passiert? Es gibt eine Gesetzmäßigkeit. Wenn einer sündigt, werden alle in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn einer sich heiligt, werden alle geheiligt. Wenn ich gute Seiten aufrufe, können wir auch. Das Internet ist ja in sich in der Weise neutral. Das Internet ist nur ein Spiegel, wie der Mensch ist, was er in sich trägt, im Herzen. Genauso das Fernsehen. Was machen wir ins Fernsehen hinein? Das, was im Herzen ist. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Hurerei, Leidenschaft, Begierde, Zwietracht, Hass, Streit, Parteiung, Götzendienst und dergleichen. Was aus dem Menschen herauskommt, macht den Menschen unrein. Und da müssen wir uns selbst verleugnen, dass es eben nicht mehr rauskommt. Aber das stellen sie da rein. Es ist ein Aufwasch, Fernsehen, Internet und so weiter, was alles da drin ist, ganz nett, ist ein Aufwasch von dem, wie wir Menschen sind nach der Erbsünde. Du findest alles, die ganze Palette, findest es gut aber auch. Und da ist jetzt stark, und du siehst manchmal so, wie schwer das ist, dich von den Seiten weg zu tendieren und die nicht anzuklicken. Wie schwer. Wenn dann im Fernsehen, im Spital die Älteren nur so Klatsch-Illustrierten nebendran haben. Ich habe also oft mal gedacht, wo ich als Priester die Leute besucht habe, wo ist deine Heilige Schrift? Dann zieht man nur noch das rein. Aber zeig mir, mit was du umgehst, und ich zeig dir, wie du bist. Merkt ihr? Da hat man auch nicht mehr die Kraft, das Gute hineinzulassen. Sich mit dem Guten zu füttern. Die Kost des Guten hineinzulassen. Nicht vom Brot lebt der Mensch allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Auch von dem leben wir. Was lassen wir hinein?
Wie schwach sind wir? Also das nennt man die Konkupiszenz, die Hinneigung, diese Schwachheit. Vorher war es eine Harmonie. Du hast dich für das Gute entschieden. Versteht ihr? Und da leiden wir jetzt drunter, dermaßen. Man könnte sagen, jeder von euch könnte sagen, ja, willkommen im Club der Menschen. So sind wir. Schwach. Krank, könnte man sogar sagen, in gewisser Weise. Und da braucht es den göttlichen Arzt, der uns stärkt. Also diese Zerrissenheit im Menschen, dass keine Harmonie mehr zwischen Geist und Körper, zwischen Wille und Verstand, diese Konkupiszenz war den ersten Menschen nicht zu eigen. Die Konkupiszenz, also die Hinneigung zur Sünde, diese Begierlichkeit, ja, diese Begierlichkeit, stammt aus der Sünde und führt zur Sünde. Ursprünglich also lebten die Menschen in vollkommener Harmonie mit sich selber. Die Heilige Schrift deutet das an, wenn sie sagt, sie waren nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Also die böse Begierde war in ihnen noch nicht erwacht. Das kam aus der Sünde. Und so störte sie die Nacktheit nicht. Sie war kein Anreiz zur Sünde. Das wäre mal gut, gell? Das ist ein Hinweis darauf, dass die ersten Menschen harmonisch gegliedert waren, dass ihnen der Anreiz zur Sünde fehlte. Sie kannten das Böse noch nicht. Zweitens, die zweite präternaturale Gabe, also das, was sie an Gaben gehabt vorher haben, im Urzustand, also in dieser Heiligkeit, die Gott gemacht hat, wo er sie sehr gut erschaffen hat, war die Unsterblichkeit. Die ersten Menschen sollten nach Gottes Willen nicht sterben. Der Tod kommt nicht von Gott. Es ist eine Folge der Sünde. Es war ihnen nicht unmöglich zu sterben, aber es war ihnen möglich, unsterblich zu sein. Aber das haben sie vermasselt, indem sie den Willen nicht für das Gute eingesetzt haben, sondern gegen das Gute. Sie sollten nicht sterben, weil Gott ihnen dieses Geschenk der Unsterblichkeit geben wollte. Die Heilige Schrift lässt keinen Zweifel daran, dass der Tod die Folge der Sünde ist. Durch einen Menschen, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod, heißt es im Römerbrief des Apostels Paulus oder im Buch der Weisheit, Gott hat den Tod nicht geschaffen. An einer anderen Stelle, durch den Neid des Teufels, kam der Tod in die Welt. Der Tod ist der, der Sünde Sold. Aus dem kommt der Tod, weil die Sünde da ist. Weil wir können ja auch sagen, warum machst du das, dieser Tod überall in der Tierwelt, bei den Menschen? Woher kommt denn der? Deswegen haben die Griechen auch dann gesagt, mit dieser Materie wollen wir nichts anfangen, die vergeht ja. Alles stirbt, das Veilchen stirbt, die Rose stirbt, diese Antilope stirbt und dieser Löwe stirbt. Alle sterben, der Mensch auch, diese Materie vergeht ja, die wollen wir nicht. Nur der Geist zählt. Das wollen wir. Mit der Materie konnten sie gar nichts anfangen. Deswegen waren sie eher Materiefeind. Gott hat aber das gelöst, indem er in diese Materie hineingekommen ist. Er ist Fleisch geworden und ist in dieses wieder hineingekommen, um alles wieder zu sühnen, was in diesem Fleisch gesündigt wurde. Deswegen ist er Fleisch geworden. Was, wie heißt es am Anfang? Und das Wort ist Fleisch geworden. Merkt ihr? Er steigt in das hinein, wo du und ich schwach sind. Er verschmäht das nicht. Er nimmt sich unsere Schwachheit an und kommt in das hinein, wo du schwach bist. In unser größtes Problem. Wie Jesus auch sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Merkt ihr? Und genau in dieses Schwache kommt er hinein. Er nimmt das Schwächste an. Wohl ohne Sünde in Maria, der Mutter Jesu, aber nahm alle Sünde, die in diesem Fleisch getan wurden, freiwillig auf sich und urteilt sie ab am Kreuz.
um uns dann wieder wahrzunehmen.